Es war also soweit, morgens 9:30 in Deutschland, ich machte mich auf den Weg in Richtung Eifel zu einem Campingplatz, den ich als Kind schon häufiger besucht habe. Es standen etwa 150 Kilometer auf der Uhr, 1790 Höhenmeter laut Komoot. Doch ich muss dazu sagen, in meiner Region gibt es gar keine Berge, entsprechend waren Höhenmeter für mich komplettes Neuland. Hier schon zu sehen in Gelb, die Steigungen sind da. Viel Spaß. Zieht schon ordentlich. Wir haben schon 475 Höhenmeter. Das heißt, es fehlen noch knapp über 1200. Aber haben wir auch noch 110 Kilometer zu fahren. Erst einen Anstieg hinter uns. Aber ich meine der längste. Jo, und jetzt wird erstmal kurz durchgeatmet. Das Wetter war auf jeden Fall mega, die Natur war mega, recht schön immer am Wald entlang. Auf der linken Seite eine schöne Aussicht gehabt, strahlend blauer Himmel. Dann ging es auf die Fennbahn, etwa 25 Kilometer wurden da einfach nur auf flacher Ebene gebrettert und hin und wieder traf man auch Gleichgesinnte. Kurze Pause hier, irgendwo mitten auf der Fennbahn. Ich behaupte, ich bin recht nah an Belgien oder schon in Belgien. Es gibt schon gemäß mal ein paar Haribos. Das ist, glaube ich, die beste Nahrung, die man so beim Bikepacken haben kann. Besser als jedes Gel oder irgendwelche Riegel, die nach nichts schmecken. Ja. Erstmal hinsetzen, ein bisschen Päuschen machen. Wasser ist langsam leer, also auch da muss ich gucken, dass ich langsam mal was Neues finde. Irgendwo mitten in Belgien, einfach eine einsame Straße. Vielleicht kommt mein Auto, vielleicht mein Fahrradfahrer, aber an sich super ruhig. Immer leicht berghoch, leicht bergab. So macht es Spaß. Oh. 8% Steigung. Oh. Knallt schon. Ist zwar nicht lang, aber 10%. Aber hat es schon in sich. Ich hasse Höhenmeter. Mittlerweile im 5. Anstieg. Ich merke, nach jetzt mittlerweile, ich glaube 90 Kilometer, 91 Kilometer, 4 Stunden reine Fahrzeit mit ein paar kurzen Pausen. Aber ich merke, die Beine sind echt nicht so da. Bisher 909 Höhenmeter. Das heißt, es fehlen immer noch 800, damit 4700 kommen, die auch wohl der Plan sind. Ja, jetzt geht es erstmal wieder. Ich habe noch ca. 3 Kilometer hoch. Memo an mich selbst: Strecken mit Höhenmetern auf 100 Kilometer begrenzen. Ohne Höhenmeter, ja, 120, 150 ist schon drin. Aber die Höhenmeter, die killen einen so. Und ja, ist auch nicht gerade kühl, um die 30 Grad, meine ich. Ja, ja. Endlich mal wieder keine Berge, keine Anstiege. Ich hoffe, die nächsten 15 bis 20 Kilometer. Ja, ich bin schon ordentlich durch.
Das nach 110 Kilometer mit 1200 Höhenmetern. Da muss ich ehrlich sagen, da fehlt mir so ein bisschen der Spaßfaktor. Ja, das Ganze soll ja Spaß machen. Vielleicht ein bisschen Erholung sein, ein bisschen Abenteuer sein, aber die letzten 20 Kilometer waren pure Qual. Ja. Jetzt schaue ich mal, dass ich wieder einen kleinen Rastplatz finde für mich. Was essen, trinken, einfach mal ausruhen, Schuhe ausziehen vielleicht. Ja, und dann mal weiterschauen. Es sind ja nur noch 40 Kilometer. Eben Aufstieg Nummer 8 von 9 erledigt. Es waren nochmal 3 Kilometer. 3,5 Kilometer, glaube ich. Die waren brutal. Ich habe letzten 1-2 Kilometer waren es fast nur 10-14% Steigung. Ja, da unten war ich eben noch. Da bin ich. Aber ich bin so am Schwitzen. Ich kann nicht mehr. Ich freue mich schon auf das Bier nachher. Ich mal gucken, wie lange noch. Ich denke mir noch so 15 Kilometer, vielleicht 20 Kilometer. Haben wir es geschafft. Jo, und so ging es an Tag 1 nochmal den letzten Abstieg herab. Kam dann endlich nach 150 Kilometer mit 1600 Höhenmeter waren es am Ende auf dem Campingplatz an. Es ging erstmal zum Einchecken, dann ab in das Freibad, was man hier links sehen kann, und ja, Zelt aufgebaut, direkt am Wasser, mega geiler Spot. Einfach noch am Abend die Ruhe genossen, ein bisschen am Wasser gesessen. Ich hoffe, bis es dunkel wurde und dann auch todmüde ins Bett gefallen. Über Nacht wurde es dann leider ein bisschen nass. Es hat nachts um 1 angefangen zu regnen, morgens immer noch geregnet. Entsprechend war das Zelt auch komplett nass. Ja, und der Regen sollte mich noch den ganzen Tag begleiten. Diesmal ist es nicht 9:30, sondern 9:45. Der Hobel ist wieder bepackt. Heute stehen 123 Kilometer auf dem Plan. Höhenmeter 1700, 1800 wieder mal. Und morgen. Ja, mal gucken, wie es wird. Die Beine tun noch ordentlich weh. Mal schauen. Jo, wie ihr sehen könnt, es geht richtig gut bergab, heißt aber auch vorher und auch nachher ging es immer wieder berghoch. Die 1800 Höhenmeter, die auf dem Plan standen, die haben ordentlich an mir gezerrt. Ich meine, ich hatte schon nach 40 Kilometer 1000 Höhenmeter und meine Beine waren einfach nur kaputt. Die Straßen waren komplett nass, die waren kaputt und ja, es hat mir einfach den Spaß genommen, sodass ich irgendwann doch entscheiden musste, hey, das war's. So, kleine Planänderung. Ich bin eben mit der Bahn gefahren bis der Ort des Klotten, keine Ahnung wo es ist. Auf jeden Fall war das immer direkt an der Mosel entlang. Da dachte ich mir, Moment. Und da dachte ich mir, ich könnte auch einfach an der Mosel entlang fahren. Da haben wir auf jeden Fall keine Höhenmeter. Und tatsächlich bis Koblenz selbst, bis zum Hauptbahnhof, fährt man fast ausschließlich an der Mosel entlang.
Und ja, ich hoffe einfach, dass mich dieser Ausblick, ein bisschen Rückenwind dabei, dann war ich mal kurz Sonne dabei, ein bisschen aufmuntert und ja, mal schauen. Viel näher kommt man einfach nicht dran. Direkt am Wasser. Mega. Das entschädigt echt für den ganzen Sch, den man dann doch so mitmacht. Auch wenn der zweite Teil des Tages echt nice war, musste ich mir doch eingestehen, nee, so wirklich Lust, das komplett nasse Zelt nochmal aufzubauen, sich da reinzulegen, am nächsten Tag komplett nass wieder loszufahren, da hatte ich dann doch keine Lust drauf. Die letzten 3-4 Kilometer stehen an. Bin jetzt von Koblenz nach Köln, von Köln weiter nach, ja, in meine Richtung gefahren und ja, jetzt vom Bahnhof unterwegs nach Hause. 2 Stunden lang habe ich jetzt fremde Leute mit meinen Gerüchen geekelt. Das ist echt das Eklige daran. Sie zeigen es einem auch. Naja, aber ja, was kann man für ein Fazit ziehen von dem Unterfangen Bikepacking? Das Wetter macht sehr, sehr viel aus. Ein trockenes Zelt ist geiler als ein nasses Zelt. Und die Höhenmeter müssten echt nicht sein. Aber auch so bin ich heute wieder, ich glaube, 110, 115 Kilometer gefahren. Das ist gar kein Problem. Aber die Höhenmeter, die quetschen einen schon ordentlich aus. Gleich zur Eifel, wo nur Berge sind, hast du hier vor allem Wind und wie man auch sieht, gar keine Berge. Nicht einen Höhenmeter vom Gefühl. Also, tja, vielleicht liegt auch da der Fehler. Ich müsste mehr Höhenmeter sammeln übers Jahr, mehr trainieren. Mal schauen. Das Tolle ist, mein Grind ist wieder zurück und so nimmt dann der Tag und das Wochenende doch noch ein schönes Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr sagt, ich kann das besser, das hast du falsch gemacht, das kannst du noch verbessern, lasst mich wissen, ab in die Kommentarspalte und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.